So Leute, hier bin ich wieder, euer Sebastian Glöckner, meines Zeichens Online-Kurs-Dozent und Coach. Habe jetzt über 100 Online-Kurse schon erstellt und veröffentlicht und 200.000 Mal verkauft. Deswegen kann ich da natürlich einiges zu sagen. Und das ist hier das letzte Video aus einer Reihe, aus einer Vorerst-Reihe. Und zwar habe ich einen ganz neuen Online-Marketing-Kurs, den ich jetzt zurzeit bei Udemy verkaufe. Und da könnt ihr den euch günstiger sichern, wenn ihr unter den Link hier unter dieses Video klickt. Und das hier ist einfach ein kleiner Service für euch, ein kleiner Ausschnitt und natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen. Also ich kann da noch immer ein bisschen was dazu noch sagen. Und in diesem Video geht es um das Thema, was ist ein Split-Test, AB-Test? Und das ist wirklich ganz interessant, dieses Thema Split-Test und AB-Test, weil das halt sehr, sehr technisch ist. Das heißt, was ihr jetzt noch erfahren werdet, weil ich jetzt den Ausschnitt hinter dieses Video dahinter schneide, also jetzt gleich, wenn ich aufhöre zu reden, kommt der Ausschnitt aus dem Kurs, wo ich dann halt genau erkläre, was ist ein Split-Test, wofür braucht man das und auch meine Erfahrungen. Und das werdet ihr alles lernen. Und wenn ihr wollt, kann ich in dem Online-Marketing-Kurs auf Udemy dann auch noch mal das auch noch mal zeigen, also wirklich genau die Technik zeigen, weil es ist gar nicht so einfach. Ich kann euch genau zeigen, wie diese Technik funktioniert und wie man das überhaupt einrichtet, weil da habe ich Dutzende von Stunden gebraucht, um mir das selber beizubringen. Und euch kann ich es halt einfach so zeigen. Aber ihr müsst halt auch Bescheid sagen, ob ihr das haben wollt. Das heißt, schreibt unter dieses Video als Kommentar ja, nein oder sowas. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr sehen, wie man einen Split-Test einrichtet oder nicht? Und wenn ja, dann werde ich das auch noch in den Online-Marketing-Kurs bei Udemy einbauen. Okay? Und wie immer, Like und Kommentar, bitte. Dann mache ich ein Gewinnspiel Ende des Monats und dann werdet ihr was Schönes gewinnen. Irgendeine schöne Kleinigkeit, ein kleines Gadget oder so. Vielleicht suchen wir uns auch zusammen was aus, was wir cool finden und was man gerne verlosen kann. Also, macht's gut, viel Spaß mit dem Kommentar sage ich schon. Viel Spaß mit dem Ausschnitt und wir sehen uns dann in dem Udemy-Kurs und natürlich auch hier auf YouTube. Bis später, euer Sebastian Glöckner. Okay, nachdem wir jetzt über Conversion gesprochen haben, hatte ich ja noch gesagt, wir müssen noch mal kurz das Thema Split-Test klären, weil das klingt natürlich immer, wenn du weißt, was es ist ganz einfach, aber es gibt eben so ein paar Fallstricke. Also erstmal, wie man überhaupt so einen Split-Test einrichtet, aber auch, was es überhaupt bedeutet, wenn wir sagen Split-Test oder auch AB-Test genannt. Also AB-Test genannt. Und wenn wir davon sprechen, was meinen wir damit und wie funktioniert das? Ich hatte doch eben erklärt im Video davor, dass eben Conversion bedeutet eine Entscheidung, ne? Entweder er kauft oder er kauft nicht. Oder er klickt nicht. Oder er guckt das Video oder er guckt das Video nicht. Und wir haben eine bestimmte Prozentzahl, zum Beispiel 38% haben das Video zur Hälfte gesehen oder 38% haben gekauft und der Rest hat nicht gekauft. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich diese Zahl erhöhen und optimieren? Weil im Rahmen von so einem Sales Funnel, das ist ja ein reines Rechenbeispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast Produkt A, dann hast du Produkt B und sagen wir mal Produkt C. So. Und das hier kostet zum Beispiel 10 Euro, das hier kostet 200 Euro und das hier kostet 3000 Euro. Ne? Und dieses Produkt kaufen 50% deiner Leads, sagen wir mal. Dann hast du ja im Schnitt pro Kunde 5 Euro verdient, ne? Weil die Hälfte haben gekauft, die andere Hälfte haben nicht gekauft. Und dieses Produkt hier kaufen 10% aller Leads, dann hast du im Schnitt pro Kunde 20 Euro verdient. Ja? Ne, weil 10% kaufen für 200 Euro sind im Schnitt 20 Euro. Und dieses hier kaufen nur 1% deiner Kunden, dann hast du im Schnitt 30 Euro verdient, also insgesamt 55 Euro pro Kunde im Schnitt. Und so bemisst man halt, wenn du halt diese Zahlen konstant halten kannst, so bemisst man halt den Wert von dem Kundenwert. Ja, also den durchschnittlichen Kundenwert. So. Und
Du kannst also davon ausgehen, wenn du das im Griff hast und getestet hast, sagen wir mal, du hast jetzt sehr viel Erfahrung, du hast deinen Funnel getestet mit vielen Zahlen und vielen Kunden, dann weißt du, im Schnitt kann ich aus einem Kunden nach einer Zeit, weil natürlich klar, bis der 3.000 € Kunde mal kauft, fließt auch eine Menge Wasser den Rhein runter, wie man so schön sagt. Also bis dieser 1% mal kauft, es kann ja auch sein, dass man 3 Monate lang gar keiner kauft und dann kaufen 5. Ne? Also das ist ja nur im Schnitt. Aber du weißt, im Schnitt 55 €. Das heißt, ich kann für ein Lead auch 50 € ausgeben und habe immer noch Gewinn. So ist die Rechnung. Ne? Ich kann für ein Lead 50 € ausgeben, habe immer noch 5 € Gewinn, habe ich eine 10% Rendite gemacht. Ne? Ist natürlich vielleicht ein bisschen geringe Rendite, aber da lande ich dann ungefähr bei plus minus null. So ungefähr muss man das sehen. Ne? Und ich habe das halt jahrelang gemacht mit Facebook-Werbung und kann dann eben, kenne mich halt mit diesen Rechnungen aus. Jetzt passiert aber Folgendes. Also, wo ich jetzt wieder zurückkomme auf das Thema Split-Test. Du hast Produkt A, B und C und du hast die Zahlen 50%, 10%. Ja, das kann man jetzt echt schlecht sehen, ne? Aber egal. Und 1%. Aber ist ein schönes Blau, auch wenn man nicht sehen kann. Was wäre, wenn ich diese Zahlen verändern könnte? Wenn ich hier statt 50% 60 hätte, hier statt 10 15 und dann statt 1% 2, dann hätte ich ja hier ganz andere Zahlen, ne? Weil 60% von 10 € sind ja 6 €. Und 15% von 200 sind ja 30 €. Und 2% von 3.000 sind ja 60 €. Das bedeutet, ich hätte hier 96 € durchschnittlicher Kundenwert, was ja gefühlt fast das Doppelte ist. Ne? Es ist nicht das Doppelte, aber es ist halt wirklich viel, viel, viel mehr. Der Unterschied von 55 zu 96. Das heißt, wenn ich in der Lage wäre, diese Prozentzahlen, also diese Conversions zu erhöhen pro Schritt, könnte ich ja auch meine Gewinne erhöhen, weil sonst könnte ich ja einfach sagen, ja, das sind halt 10%, da muss ich mich mit abfinden. So ist es. Ne? Muss ich aber nicht, weil ich habe die Möglichkeit von Split-Tests. Und du kannst natürlich, jetzt würde ich nochmal unterscheiden zwischen einem, ich nehme jetzt eine neue Seite, Split-Test. Wir machen das jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich. Zwischen einem Längsschnitt und einem Querschnitt. Ja. Und der Längsschnitt ist halt über die Zeit, also über eine längere Zeit. Und der Querschnitt ist halt quasi zu einem Zeitpunkt, aber viele, also Segmentierung von vielen Leuten zum selben Zeitpunkt. Also du machst 50% in die Gruppe und 50% in die Gruppe und guckst dann eben, was besser ist. Ne? Also sagen wir mal A, B zur gleichen Zeit. So. Und Längsschnitt würde quasi heißen, du nimmst eine Landingpage oder einen Text 3 Monate lang und guckst, ich habe 50% Conversion, yo. Dann tauschst du den Text aus und machst wieder 3 Monate lang einen anderen Text und sagst dann, okay, ich habe nur noch 45%, ergo war das erste besser. Und dann nehme ich halt das erste. Das ist aber natürlich, dauert natürlich lange. Also ich meine, dafür brauchst du keine Technik, das ist das Gute. Das heißt, du kannst ein Bauchgefühl entwickeln, du tauschst ab und zu mal deine Texte aus und versuchst ein Bauchgefühl zu entwickeln, welche Texte und Videos und so weiter besser sind. Und dann quasi hast du so ein Bauchgefühl, dass es kommt besser an. Aber es ist natürlich auch trügerisch, weil wenn du 3 Monate im Sommer vergleichst mit 3 Monate im Herbst, keine Ahnung, vielleicht sind das andere Leads. Ja, vielleicht sind deine Facebook-Anzeigen anders gewo teurer geworden und dann kommen Leute, oder die arbeitslos sind, weil gerade eine Grippewelle ist oder also die Vergleichbarkeit ist halt nicht so gut gegeben wie bei einer Querschnittsstudie, wo du sagst, es sind ungefähr die gleichen Leads zum gleichen Zeitpunkt am selben Tag. Ne? Also zum Testen ist es natürlich auch schneller und besser, wenn du so einen AB-Test zum gleichen Zeitpunkt machst. Und das nennt man dann halt einen Split-Test, ne? AB-Split. Und ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite ein Tool, da kannst du einstellen,
von jeder Seite zwei Varianten. Also, da male ich jetzt mal drüber oder ich mache das weg. Du kannst sagen, so, ich komme hier gerade mit meinem Arm an das Kabel dran. Du machst die Seite, kopierst die Seite, also machst einen Klon. So, Klon, Klon. Und dann schreibst du einmal zum Beispiel Überschrift gratis Download. Und bei der Variante B, also man kann es auch mit A, B, C, D, also du kannst auch fünf Varianten testen, ne? Aber wir nehmen jetzt mal nur zwei Varianten, weil es einfacher ist, ja? A und B. Mit dem Tool, was ich benutze, kannst du auch C, D und E oder so machen, aber meistens nimmst du eh nur zwei. Und bei der zweiten steht jetzt gratis runterladen. Keine Ahnung. Gratis herunterladen. So, das wäre ein Beispiel für A versus B. Du nimmst unterschiedliche Überschriften. Das zweite wäre, dass du zum Beispiel sagst, die Seite ist, also du würdest die gleiche Überschrift nehmen, aber unterschiedliche Farben. Einmal die eine Seite ist komplett in Rot und die andere Seite, ups, ist komplett in Blau gehalten. Du darfst natürlich nur eine Sache testen, viel, ne? Deswegen sagt man, teste nur eine Variable, sonst weißt du nicht, woran es liegt. Ne? Also du testest erstmal nur die Überschriften und beim nächsten Mal die Farben. Und bei meinem Tool ist es dann halt so, du hast dann halt zwei Varianten und das Tolle ist, die sind beide zu erreichen unter derselben E-Mail-Adresse. Das heißt, der Kunde merkt nicht, welche Variante er gezeigt bekommt. Der Kunde sieht zum Beispiel, du gehst der eine, Herr Meier geht auf deine Webseite und sieht die blaue Variante und Herr Müller geht auf die Webseite und sieht die rote Variante und niemand ist in der Lage, den Unterschied zu erkennen, weil der mein Content-System, mein Content-Management-System das mit einer Quote von 50-50 verteilt. Und wenn ich dann eben 100 Leute auf die Seite schicke, habe ich 50, die sehen die blaue Variante und 50, die sehen die rote Variante. Und dann bekomme ich sowas zu sehen. Ich habe eine Statistik und ich lasse das laufen ein paar Wochen lang. Dann hast du Variante rot und das sind die kumulierten Conversions, ne? Die kumulierten Gewinne. Das heißt, du musst auch sagen, was ist überhaupt eine Conversion? Also das erwartete Verhalten oder das erwünschte Verhalten ist ja ein Kauf. Dann musst du zum Beispiel einen Pixel setzen, einen sogenannten Pixel, dann würden wir noch drüber reden. Oder kann ich auch jetzt noch mal kurz drüber reden? Ne, also, ein Conversion Pixel ist halt so eine kleine Seite, die du auf deine Webseite packst, so ein kleines Stück Code, was du so kopieren musst, JavaScript-Code oder sowas. Das musst du halt an die bestimmte Stelle kopieren. Und wenn der Kunde eben diese Seite aufruft, dann weißt dann wird eben dieses Pixel aufgerufen und dann weiß der Algorithmus, ah, er hat die Seite erreicht. Und die Seite ist dann zum Beispiel die Danke-Seite. Also die nach dem Kauf kommt dir eine Danke-Seite. Ne? Danke, hey, danke, dass du gekauft hast. Oder hey, danke, dass du dich bei meinem Webinar eingetragen hast. Und du kannst halt sagen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Gratis-Download-Seite, dieser AB-Split-Test. Und die Danke-Seite von dem Download ist quasi mein Conversion-Ziel. Und mit meinem Tool muss man da kein Pixel draufsetzen, sondern man sagt einfach den Namen der Seite. Du sagst einfach, ja, hier die und die Seite, das ist die Seite, die erreicht werden soll. Und die kann man halt nur erreichen, wenn man das Ding gekauft hat oder runtergeladen hat, in dem Beispiel. Na, versteht ihr, was ich meine? Also nur Leute, die diese Seite, die Danke-Seite erreicht haben, zählen als Conversion. Und dann bekomme ich meine Statistiken, sowas zu sehen. Sagen wir mal, hier steht 20%. 40, 60 und dann kommen Leads oder Hunderte von Leuten auf diese Webseite und dann hast du kumuliert, ne? Also wie viele also insgesamt dein erwartetes Verhalten gezeigt haben, erwünschtes Verhalten gezeigt haben, also die das Ding runtergeladen haben. Sagen wir mal, bei der roten Variante sieht es so aus,
Ja, dann kommt ein guter Tag, dann kommt ein schlechter Tag. Das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Aber da es ja kumuliert, schwankt es natürlich nach hinten immer weniger. Logisch, ne? Weil du immer mehr Daten hast. So, das heißt, du hast irgendwann so eine Linie, die geht so. Und bei der blauen Linie ist es vielleicht so, hey, viel besser, oh nein, schlechter, oh, wieder besser. Und dann geht es so und dann hast du halt so eine Asymptote, ne? Und dann siehst du irgendwann die blaue Linie so. Und dann siehst du, kumuliert hast du hier, was weiß ich, 35% und hier 40%. Haben wir einen Gewinner. Und dann kannst du, wenn du dir sicher bist, dass du lange genug abgewartet hast, also bei 10 Leads, ne? Geht's nicht? Dann sagst du, hey, ich glaube, Rot ist besser. Und dann sagst du diesem Tool, aber das ist halt mein Tool, aber die anderen funktionieren natürlich auch so. Dann sagst du dem Tool, bitte ab jetzt nur noch die rote. Schalt die blaue einfach ab. Dann kannst du die blaue löschen oder du kannst sie auf 0% stellen und ein anderes Mal eine andere Farbe ausprobieren und so. Und dann machst du den nächsten Test, zum Beispiel mit Überschriften und so weiter. Und ich habe mal eine Zeit lang von meinem Funnel jeden von diesen Schritten ständig gesplittestet, um dann halt wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Leute sehen wollen. Ne, du kannst auch testen, einmal ist das Video links, einmal ist das Video rechts, einmal habe ich einen Anzug an, einmal habe ich ein T-Shirt an oder so. Ne? Und du kannst sogar, je nachdem, in manchen E-Mail-Marketing-Tools kannst du sogar Split testen, dass du zwei verschiedene Überschriften nimmst und das E-Mail-Marketing-Tool weiß ja, wie viele Mails geöffnet worden sind. Also sagen wir mal, es geht jetzt nur um die Öffnung. Dann sagst du, schick bitte 500 Mal die Mail und 500 Mal die Mail und dann siehst du am Ende, hey, okay, die meisten haben anscheinend die geöffnet und dann sollst du dem Tool sagen, wenn zum Beispiel die ersten, also sagen wir mal, du hast 1000 E-Mails gesamt und du schickst 100 mal die und 100 mal die raus. Also 200 sind weg. Und von diesen 200 suchst du dir einen Gewinner aus und den restlichen 800 zeigst du nur noch den Gewinner. Ne? Split-Test. Funktioniert gut. Also, das war meine Erklärung zum Thema AB-Test, Split-Test und ganz nebenbei noch erklärt, wie man den Kundenwert eines Funnels errechnet.